Kein schlechter Wochenstart beim Nasdaq. Der zeigt sich super stark. Wir sehen das. Wir hatten ja sowieso schon einen etwas anderen Verlauf als bei den anderen Indizes. Und wenn wir hier im Nahkampfchart gucken, mal 5 Minuten, dann sehen wir, dass es heute da sogar relativ beschleunigt nach oben geht. Also die Aufwärtsseite, die scheint dort weiter Trumpf zu sein. Das ist allerdings nicht für alle Indizes in gleichem Maßen relevant. Zwar im großen Bild schon, aber wir sehen, dass es schon viel bemühter aussieht hier beim S&P, der jetzt hier schon so ein bisschen ausfranst und vor allen Dingen auch noch nicht mal auf dem neuen Hochstand hier ist. Und der Dow Jones, der sogar die völlig andere Richtung eher einzuschlagen scheint. Also wir sehen, die Indizes sind sich nicht so 100% einig. Was soll das heißen? Ja, gut, das ist natürlich ein schweres Wort. Wir müssen das wahrscheinlich wohl erstmal abwarten. Ich hatte am Wochenende ja ein übergeordnetes Bild gebracht. Je uneiniger die Indizes sind, desto eher ist eine Chance natürlich dann da, dass das eben sich nicht selbst nochmal beflügelt. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Der Nasdaq hatte auch im vergangenen Halbjahr immer wieder den Pusher gemacht, hat gesagt, jetzt schieb ich. Und dann haben die anderen gesagt, na gut, laufe ich halt mit. Vielleicht trifft sich das ja für die anderen Indizes, also für den Dow Jones, allerdings auch für den S&P. Wechseln wir nochmal. Vielleicht trifft das da ja ebenfalls zu. Schwäche ist zumindest noch nicht zu erkennen. Die Märkte immer noch voll nach oben ausgerichtet. Das muss man einfach so sehen. Es gibt keinen Grund, jetzt hier die Short-Seite auszubuddeln. Zumindest aus aktueller Sicht. Das, was die Charts in diesem Moment eben zeigen, das ist noch nach wie vor weiter eben positiv zu sehen. Die Frage wird sein, ob wir, wenn Rücksetzer kommen, ob die eher kleiner Natur sind, so ähnlich wie das, was wir hier haben, aber in die andere Richtung. Hier war so ein Teilstück eben für die Abwärtsseite, nämlich die Fortsetzung nochmal hier. Wenn wir sowas Ähnliches, nur umgekehrt, jetzt müsst ihr den Bildschirm auf den Kopf stellen, wenn wir jetzt so etwas bekommen, na, dann könnt ihr schon erahnen, dass sich das hinten ran nochmal verlängern lässt. Also dann wird so ein Zwischenhoch, so ähnlich wie dieses Zwischentief, nochmal relevant, um dann entsprechend dann die Einstiege zu finden. Also ihr seht, es ist, auch wenn wir das im Groben vielleicht noch gar nicht so richtig einzuschätzen wissen, durchaus nachvollziehbar, wie wir hier mit den einzelnen Bewegungen umzugehen haben. Das trifft sich nicht nur für den S&P, das trifft auch natürlich für den Nasdaq zu. Wenn der als nächstes hier einen schönen Rücksetzer macht, mit schönem Rücksetzer meine ich irgendwas Schwaches, irgendwas Wackeliges, ABC oder irgendwie wie wild hin und her wackelnd, dann haben wir eine relativ realistische Chance, dann die Aufwärtsseite nochmal mitzunehmen. Aufwärts ist auch nochmal ein Stichwort, was den Goldkurs angeht. Gold und Silber muss man genau genommen sagen. Wir hatten hier einen Rücksetzer und nach diesem Rücksetzer hat der Markt gesagt, so, jetzt könnt ihr mich alle mal, ab jetzt geht es wieder nach oben. Und die Aufwärtsseite, die scheint sich damit mehr und mehr nochmal zu bestätigen. Für Silber schaut es euch selber an, das Bild im Groben das Gleiche. Auch hier gilt, vielleicht kleinere Rücksetzer können nochmal so den letzten Schub hier bringen. Dann hätten wir wieder die Fünffälligkeit. Das muss nicht immer so schön deutlich sein, wie ich es jetzt eingezeichnet habe. Aber wenn es dann einen etwas größeren Rücksetzer, na, vielleicht nicht ganz so groß, wie ich es jetzt hier gezeichnet habe, aber irgendwie dieser Art was gibt, dann haben wir auch im großen Bild die nächste Chance, hier realistisch wieder mitzumischen auf der nächsten Aufwärtsseite. Ihr seht also die Märkte allgemein wie wild auf der Orientierung nach oben. Man könnte auch sagen, alles gleich wie wert, aber wir haben eine Dollarschwäche, nämlich man muss immer mehr Dollar hinlegen, um hier sich zu investieren. Das kann man natürlich auch so auffassen, spätestens mit Blick auch auf die Währung. Aber das ist ein anderes Thema und soll ein andermal erzählt werden. Schaut es euch einfach an und ihr seht, dass die Verhaltensmuster hier relativ einheitlich sind. Offensichtlich kippt der Dollar irgendwie weg, denn es wird alles immer, immer teurer. So, uns soll das ja nicht stören. Ich bin heute allerdings dooferweise nicht in der Lage, mit dem Trade des Tages heute zu punkten. Trotz alledem, guckt euch gerne auch gerne die alten Beiträge nochmal an, man kann eine Menge rauslesen und meldet euch trotzdem schon mal an, wenn ich dann nämlich morgen tagsüber irgendwann was rausbringe. Ist immer doof, wenn ihr erst das im Video erfahrt. Schaut euch das an, meldet euch an, dann bekommt ihr eine Nachricht, sobald dort ein neuer Trade dann eben drinsteht. Ihr bekommt dann den Hinweis über unsere ganz konkreten Ein- und Ausstiegssignale. Deshalb anmelden, Trade des Tages und gerne auch für das Born for Trading. Nachrichten sogar auch noch aufs Smartphone geliefert. Deshalb solltet ihr das nicht verpassen. In diesem Sinne euch jetzt alles Gute, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.